Okay. Man sieht so wenig in diesem Spiel, wenn man nicht extra noch eine Taschenlampe anmacht. Oh, das hat sich gelohnt. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal nach. Okay, das Ding lassen wir hier. Lohnt sich die zwei Picks für Bioelectric Cell und die Info, die da liegt? Wahrscheinlich nicht, ne? Na komm. Okay. Ich wusste ja nicht, dass es so gut ist. Ich dachte, dann kommt wieder, ah, du hast aber nicht Schwert geskillt, ne? Das war bisher halt in so einem Fallout immer so. Das, am Ende habe ich die supergeile Mega-Nahkampfwaffe bekommen, aber es hat gar keinen Sinn gemacht, die irgendwie zum Einsatz zu bringen, weil immer war, ja, du hast jetzt die ganze Zeit mit Fernkampfwaffen rumgeballert. Das Ding kannst du nicht bedienen. Dr. Harrison, I was running a regression analysis on the UC and it appears we have a serious error that could result in uncontrolled replication. Until a new version of the control system can be tested, I've installed a temporary patch that will initiate a cascading shutdown sequence. This will also destroy the UC in the process. So use only in emergency. Ja gut, aber den Code haben wir ja schon bekommen von unserer komischen KI. So, ich speichere mal kurz ab, knack das und gucke, ob es sich gelohnt hat. Wahrscheinlich nicht. Just finished supervising the refit of the superfighter fuel tanks, bla bla bla. Transport the virus. Would be ready, shipped in suspension crates. Genau, das soll alles nach New York. Aber das ist doch ein bisschen das, was wir jetzt schon von dem Mitarbeiter da gehört haben, oder nicht? In der Firma. Was man halt so zum Smalltalk redet. Ja, ich glaube, dann haben wir es eigentlich, oder? Also das eine habe ich doch jetzt hier im Auftrag in Auftrag gegeben, nachdem ich das gehackt habe. Mit hier diesem Cascading Error, dass das zerstört. Davon hat sie doch gerade nochmal hier. Base Cascade Shutdown Console. Ach so, diese Konsole wird dann nur erscheint dann nur. Aber wo? Hier geht's irgendwie nicht lang. Ist das jetzt hier oben oder so? Hier waren hauptsächlich Kameras und so. Ich kann ja mal gucken, wo ich da hinkomme. Ist das nicht das? Ah, dauert.
Eventuell Granate schmeißen? Habe ich noch irgendwelche, was machen die nochmal genau? Okay. Okay, dann greifen die Bots sich gegenseitig an, wenn man die damit trifft. Probieren wir's. Jetzt ist die Frage, wie lange reicht das? Soll ich den Bot jetzt schnell noch zerstören, oder? Oder dauert das jetzt... Ich kann ihn ja erstmal so lassen, mal gucken. Hätte ich mir natürlich auch sparen können, einen anderen Weg nochmal lang gehen. Ich wusste nicht, dass es der gleiche Gang ist. Someone's there. Allerdings. Got something. I'm doing a scan. Ach komm! Ich glaube, jetzt bin ich schon wieder falsch, ne? Hier waren wir schon. Okay, also das hier zu machen war Quatsch. Aber wie kommt man denn dann hier weiter? Ah! Na gut, das geht mir zu schnell. Ich hatte den Computer vorher nicht dran. Got it! Looks like you stumbled on more than the schematics. You better get out of there. More in a second. War es hier nicht noch irgendwas? The constructor is in this facility. Okay, aber das ist quasi ein Secondary Goal. Ach, da wäre man runtergekommen. Wir brauchen noch ein paar Slots.
Ja, soll ich das Scharfschützengewehr eigentlich mittlerweile mal wegschmeißen? Ach, eigentlich nicht. Wofür genau brauche ich die Security Keypads? Ich hätte jetzt erst gedacht, um daran zu kommen, aber die habe ich ja jetzt alle so nehmen können. Aber die habe ich wahrscheinlich oben gerade schon unlocked. Nochmal einmal rumlaufen, um zu gucken, ob hier was ist. Anscheinend nicht. Ja. Oh, Medical Bot. Okay, was benutzen wir? Das haben wir doch schon benutzt. Warum denn nochmal available? Achso, kann man Sachen auch doppelt finden und dann aber die halt einfach nicht mehr benutzen? Okay, Power Recirculator oder Synthetic Heart. Okay, was macht denn das? Okay, da brauchen wir quasi für alle anderen Augmentations weniger Energie. Okay, und da sind alle anscheinend ein bisschen besser, wenn ich es verstanden habe. Upgraded Performance for all installed Augmentations. Ich glaube, das fände ich eigentlich geiler, wenn die Sachen weniger Energie brauchen. Ich glaube, ich würde eher das nehmen. Verstehe nur nicht ganz, muss ich das zusätzlich auch noch anmachen? Scheint so. Okay, hier kann ich länger unter Wasser atmen. Oder beziehungsweise eben länger die Luft anhalten. Unter Wasser atmen können wir leider nicht. Okay, und hier werden wir unempfindlicher gegen irgendwelche Giftstoffe. Ja, aber das fände ich cooler. Länger tauchen. Ja, und das können wir leider nicht mehr benutzen. Und haben wir jetzt nicht noch welche, mit denen wir Upgrades machen können? Okay, die können wir jetzt anscheinend so upgraden. Ja, genau. Ich weiß halt nicht, vielleicht lohnt sich das auch schon, wenn wir nur eins anmachen. Aber auf jeden Fall muss ich dran denken, das dann immer zusätzlich anzumachen. Und das werde ich, also zum Beispiel jetzt, wenn ich nur Helligkeit mache, dann wird es sich auf jeden Fall nicht lohnen, denke ich. Bei Stärke vielleicht. Und bei diesem Health-Ding bestimmt. Was will ich denn erhöhen? Stärke fand ich eigentlich ganz cool, aber es gab bisher nichts, was ich noch, was ich jetzt nicht heben konnte. Das benutze ich nicht. Heilung finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, ich würde Heilung upgraden. Natürlich können wir auch das upgraden, damit sich das umso mehr lohnt, die Sachen dann immer gleichzeitig zu benutzen. Das war auch teilweise schon echt sinnvoll. Also ich nehme an, du bist für das abzugraden, aber das sich umso mehr lohnt, wenn wir gleichzeitig, wenn wir die Heilung zum Beispiel benutzen oder andere Sachen. Oder an welcher Stelle kam jetzt das hier?
Ich hole immer noch eine Cola. Ein Moment. Bei mir auch, dass ich auch erst dachte, okay, die Heilung ist es auf jeden Fall. Und dann so, aber vielleicht ist mit der Batterie die Heilung dann umso besser. Okay, dann upgraden wir die Batterie. Und ich versuche dran zu denken, die auch zu benutzen. Ich sehe es nämlich schon kommen, dass ich einfach nie F10 drücke, sondern immer nur Heilung oder andere Sachen an- und ausmache. Gut. Ja, ist echt ein bisschen schade, dass wir jetzt eine Augmentation noch übrig haben, die wir einfach nicht benutzen können. Was ist das denn? You have terrible manners, ach. Mr. Denton, stopping by my apartment without even saying hello. I don't like your crowd. It is time for me to repay the discourtesy. It's over, JC. Was? Jetzt kommt hier Laserschwert-Duell mit der Freundin von meinem Bruder? Jetzt haben wir es zerstört. Success. Viral production has been terminated. Containment protocols have sealed off the entrance. Es geht nicht, ich treffe sie nicht. Nein. Muss ich denn lang? Hätte ich da rausgemusst, da unten? Ich habe jede Menge Munition, von daher kann ich eigentlich ruhig alles einfach verballern. Ach Gott, okay. Neuer Versuch. Laserschwert-Duell mit diesen komischen Viechern. Das hier, scheiß Drecksviecher. Jesus! Ey, das geht einfach nicht! Das geht nicht! Wo geht's unten raus? Ich versteh's nicht. Ich dachte erst dadurch, aber da kann man anscheinend nur die Spinnen. Ganz runter? Durch diese Becken? Nein! Ganz runter, okay. Leitern haben schon so viele Leute umgebracht in so Spielen. Müssen wir das eventuell vorher ausmachen? Das sieht so aus, als ob ich das vorher ausmachen müsste. Ich lasse es mal an. Ja. Das klang schon dumm, als ich mir selber gerade zugehört habe. Ich sollte es ausmachen. Ich lasse es mal an. Ich dachte aber, vielleicht können wir uns die Tools trotzdem spannen, wenn man da schnell durchgeht.
Seems to be some inventory data here. VersaLife has been synthesizing the Great Death Virus in great quantities. The entire stockpile has been loaded onto a super freighter going to New York. Interesting. The previous owner of the ship was Stanton Dowd. Ever hear the Illuminati? Come back to the compound. I have much to tell you. Die Frage ist, wo muss denn hier überhaupt lang? Ich verstehe es immer noch nicht. Könnt ihr auch probieren, nochmal das anzulassen, einfach durchzuspringen. Seems to be some inventory data here. VersaLife has been synthesizing the Great Death Virus in great quantities. The entire stockpile has been loaded onto a super freighter going to New York. Interesting. The previous owner of the ship was Stanton Dowd. Ever hear of the Illuminati? Come back to the compound. I have much to tell you. Was? Die Illuminati spielen jetzt auch noch mit? Okay. 10, 9 und 11. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Ja, da hätte man eigentlich drauf kommen können. Tracking down this Dowd connection. Illuminati fingerprints all over the Sterics. I'm talking about the molecule shape. 17 segments, 23 coupling points. Only Illuminati technicians use sleeve bearings with 34-fold and 46-fold symmetry. Multiples of 17 and 23? 17, 23? The birth of Adam Weishaupt? Not a coincidence. Kein Zufall. 17 und 23. Wann ist er natürlich geboren? 17 und 23. Haha. Okay, wir sind wieder draußen. Okay, wichtig war auf jeden Fall noch, das war noch unsere Second Goal, dass wir mit denen einen trinken gehen. Das würde ich dann jetzt als nächstes anstreben. Hier, Secondary Goals. Meet the Dragonheads at the Lucky Money for Drinks. Kann man hier nicht irgendwie nach oben? Nö. Doch. Ah. Folge dem dunklen Weg. Er ist dunkel. I was walking here. Ach so, na denn wenn du hier läufst, dann kann ich natürlich nicht hier laufen. Das tut mir sehr leid. Du darfst da ganz alleine weiterlaufen. Man muss ja den Leuten auch ihre Privatsphäre lassen. So, Lucky Money. Natürlich gehen wir ein Trinken direkt neben der VersaLife-Zentrale, aber so groß ist es ja hier auch einfach noch nicht.
Ja, ich weiß nicht so richtig, ob sich's lohnt, hier mal einzubrechen. Ich glaube irgendwie nicht. Da ich hier schon einmal war, muss ich natürlich auch nie wieder irgendwas zahlen, für, um reinzukommen. The Red Arrow will have to turn in security. Aber scheint ja momentan eh nicht offen zu sein für normale Besucher. At last, we are one triad. My good friend, let me express my gratitude. A bottle of wine on me. Ja. Yum Sing. War das ein Befehl? Yum Sing. This is my club. Let me give you one of our better wines. An imported vintage from Napa Valley. Jetzt können wir noch mehr weinen. The Lieutenant, we had to go through the precinct sergeant. A cordial relationship, as I would describe it. You had him in your back pocket all the time. Only one of many important officials loyal to the Red Arrow. Ja, ich würde sagen, wir feiern mit und trinken mal einfach die ganze Flasche rein. Und noch einer. And you have the capacity for large shipments? Any product, any port of origin, any destination. I might have some items, a certain segment of inventory. The Luminous Path can ship penguins to Norway and document that they came from Japan. Okay. Your operations must have been difficult without official protection. A minor inconvenience. Not as difficult as you must have found running a business without distribution. Not even noticeable. The Red Arrow makes many big deals. I will show you what big is. 50 tons per month, with no help from the big officials. Oh Mann, ey, ich werde schon sehen, die sind doch schon wieder dabei, sich die ganze Zeit zu überbieten. Da bricht doch direkt der nächste Bandenkrieg aus. Haben wir es eigentlich jetzt geschafft? Gilt es jetzt als Trinken mit denen? Wir haben jetzt hier 2 Flaschen Wein getrunken. Ich glaube, langsam muss ich auch mal nach Hause. If you want a truly excellent wine, you should try this Beaujolais from the Moulin-Avant region of France. Ja, ich trinke jetzt auch noch einen dritten Wein mit euch. Genau so sieht es aus, wenn man betrunken ist. Das zittert irgendwie 20 Sekunden und dann ist weg. A trifle. Don't mention it. The peace you have created between our two triads is a truly precious gift. Please accept our finest vintage. A Chianti from a private winery in Cuesa Grossa, Italy. 2015. Yum Sing. Yum Sing. Okay. Was hast du mir noch anzubieten? Tong's mission can wait. Rest for now. Let us drink in your honor. Alles klar. Und weg. Your name will be recorded for all. Let us drink in your honor. Tja. Ich glaube, die wollen mir keinen Drink mehr ausgeben, also gehe ich nach Hause. Ich habe mich bis zum Exzess durchgeschnort und jetzt müsste ich mir selber einen Wein kaufen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Huh?